Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und des Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 im neuen 1943 DLC. Wir gehen in die dritte Mission und leider ist das Spiel immer noch nicht auf Deutsch übersetzt. Ich hoffe, das kommt demnächst. Wir können uns wieder entscheiden, ob wir eine Übungsmission machen oder direkt weiter gehen Richtung Kursk. Your forces have been given the luxury to rotate off the Eastern Front for rest and refill. During this period, an opportunity to train new soldiers and access new equipment will be made available. Will you spend time overseeing the training of new recruits or will you skip to your next deployment? Strategic warning, this is the final opportunity to engage in a training scenario. Das nehmen wir natürlich mit, bevor wir hier nach Kurs gehen. Auch wenn wir jetzt noch nicht so viele Einheiten haben, die wir da trainieren können. Aber vielleicht können wir auch noch ein paar neue nehmen. Wobei jetzt immer die Frage ist, ob dann irgendwann auch wir noch mehr Slots bekommen. So, Kummersdorf, 1943 am 9. März. The delays caused by the spring thaw on the Eastern Front have given us an opportunity to return to the Kummersdorf training grounds. As always, the troops that will benefit the most from these training exercises are our least experienced soldiers. So the recommendation to put our veterans into reserve stands. Soft target dummies are laid out on the western grounds. Hard target dummies are set up on the southern grounds. And some stationary aerial targets are available for our fighters to engage with to the east. Okay, Fighters. Ich hätte mir ja gewünscht, dass wir ein paar was für unsere Bomber irgendwie finden. Aber gut. Some city area targets are what fighters. Na gut, okay. Aber hier sind doch auch Bodenziele. Kann man die eigentlich auch angreifen? Primary objective, Kinds. Training objectives earn unit experience by attacking target dummies. But before we begin, there are a few more details to go over. Field Marshal von Manstein has been in contact. And he seems convinced that his bid to wait for the Soviets to make the next move on the Eastern Front and then counterattack has failed before High Command. This pause in the action and High Command's desire to eventually attack will likely mean we will have to fight through prepared defense wherever we strike. Ja, also eigentlich wollten sie abwarten, bis der Angriff der Sowjets kommt und dann in den Gegenangriff zu gehen. Aber das wurde abgelehnt und das heißt, wir werden wohl jetzt in eingegrabene sowjetische Einheiten uns begeben, also angreifen müssen, was ja auch im Kursker Bogen passiert ist. To simulate this, a series of minefields protect all ground target dummies and must be cleared before our trainees can engage with the dummies. Okay, wir müssen also erstmal die Minenfelder wegräumen. Das heißt, unsere Pioniere müssen da geschult werden. So, recon vehicles to detect minefields will be helpful. Ride pioneers infantry to quickly and efficiently clear out these minefields will be invaluable. Oh Gott. Invaluable. Meine Fresse, was für ein Wort. And lastly, we should keep the northeastern airfields clear of our aircraft. I understand it needs to be cleared for a potential visitor we might be having. Oh, I almost forgot. There is one more detail to review. We have new arms and equipment available for any Spanish Blue Division volunteers that might be serving with our Panzer Corps. Okay. If we use any of our existing Azul Infantry to claim any of these three hexes, they will be re-equipped to the new 1943 weapon standards. This offer only extends to our Azul Infantry through. Claiming these hexes with any other unit will have no effects. Okay, also wir müssen die Azuls da reinschicken. Falls wir die noch haben, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht mal sicher, ob wir die nicht mal irgendwie umgeschult haben zu irgendeinem anderen Einheitentyp. I have a feeling this will be the last luxury of training we will have for a long time. Let's make the most of it. Okay, eingeschränkte Aufstellung. Mein General, while our troops conduct their training, there are several matters that require our attention. First up, we have received an offer to test out a very strange and highly experimental
aircraft. It has been described to me as a rocket-powered short-range interceptor, while it seems to boast some incredible capabilities. I have heard rumors the aircraft are very dangerous to operate. It should be noted there are precious few combat prototypes available, so we will be likely only be able to outfit a single squadron with the aircraft and will have trouble keeping the squadron flying for an extended amount of times as replacements run out. Even so, it could prove to be a very potent weapon if used in the right circumstances. Additionally, if our influence is low, we may want to save it to review the other offers we have waiting for us still. We have 7 commendation points. Would you like to use 2 commendation points, acquire a small collection of prototype rocket interceptor aircraft? Ne, wir warten auf ein anderes Offer. Okay. Wir bekommen Paul Koch. Der hat schönes Feuern. Die Frage ist, wo wir den überhaupt noch einsetzen. Und jetzt gucke ich mal kurz in meine Reserve. Wir haben tatsächlich noch Azuls. Das heißt, die stellen wir mal auf. Beziehungsweise, das müssen wir erstmal gucken. Was wir hier überhaupt noch mitnehmen. Was haben wir denn in der Reserve, was noch geschult werden können? Also, wir verlegen mal alles in die Reserve. So, wir holen die Azuls raus. Wie viel haben wir denn? 99 können wir mitnehmen. So, dann Brückenpioniere. Der Panther. So, mal gucken. Unsere Panzer. Er hier. Er hier. Er hier. Er hier. Er. Die Panzerabwehrwaffen. Wie viel? Wir haben 10.000. Okay, die Flax. So, und jetzt die Flugzeuge. Er. Frage ist halt, wie sinnvoll das auch ist, die ganzen Flugzeuge noch zu trainieren. Geil wäre es natürlich, wenn wir Bodenziele angreifen könnten. Wir nehmen mal hier sie. 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 Bomber. Zack. Wie viel haben wir denn? Wir sind bei 61. So viele Flugzeuge bekommen wir ja niemals in den Einsatz, ne? So, Jäger. Das war 85 von 99. Können wir überhaupt so viel? Wie war das? Der nördliche. Huch. Achso, wir sind ja schon hier. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Die Bomber sollten wir hier aufstellen. Die Jäger da oben. Jetzt ist natürlich die Frage, wir brauchen noch Pioniere. So, Brückenpioniere. Können die das auch? Mal kurz gucken. Brückenpioniere. Nee. Das haben nur die normalen Pioniere, ne? Minenräumer, genau. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die hier. Die hier. Wir sind bei 93 von 99. Wir könnten jetzt ihn hier oder ihn. 98, okay. So, die Azuls, die müssen dahin.
Ist es jetzt sinnvoll, dass wir die jetzt direkt zu 43ern machen? Ist eigentlich egal, oder? Die Brückenpioniere dahin. Jetzt mal blöd gefragt. Ist das alles, was wir an Aufstellung nehmen können? Wozu kriege ich denn 99 Kernarmeefelder, wenn ich noch nicht mal alle Einheiten aufstellen kann? Was für ein Blödsinn! Ich kann jetzt noch zwei Einheiten mitnehmen. Das ist doch voll dämlich. Ja gut, dann der Panther auf jeden Fall. Und hier einer der Panzer. Jetzt ist die Frage, ob wir... Wie viele Runden haben wir denn? Sieben. Wie viele Pioniere haben wir jetzt dabei? Eins, zwei, drei. Scheiß auf die Brückenpioniere. Ganz ehrlich. Jetzt haben wir die Azuls. Drei Pioniere. Die brauchen halt jeweils. Ja, nee, nützt nichts. Müssen wir so machen. Jetzt können wir noch einen Panzer mitnehmen. Dann nehmen wir den hier. Zack. Und jetzt müssen wir die alle noch auffrischen. Wobei, wir hätten. Wartet mal kurz. Wenn wir die hier direkt upgraden, dann werden die doch auch gleich wieder repariert, oder? So, Pioniere, Pioniere. Ja. Machen wir die gleich zu 43er Pionieren. Die frischen wir auf. Der Panther hat noch nichts. Panzer 3M. Ach, ist eigentlich egal, wo müssen wir den jetzt kämpfen lassen? Oder können wir, wollen wir den gleich zu einem Tiger machen? Oder halt dann später zu einem Panther? Eigentlich müssten wir für Kursk schon Panther kriegen dann. Wenn ich nicht ganz blöd bin. Das sind alles Beutefahrzeuge hier unten. Tiger P. Naja, dafür haben wir jetzt nicht genug Kernarmeefelder. Okay, dann lassen wir das erstmal. Zack. Zack. Bei den Flugzeugen passt das alles so. Jetzt haben wir tatsächlich noch drei Panzer auf dem Feld, ey. Pff. Ja, gut, okay. So. Los geht's, oder? Nicht alle ihre Einheiten wurden auf der Karte aufgestellt und werden somit nicht in der kommenden Schlacht teilnehmen. Nicht alle ihre Helden wurden. So, der Held. Warte. Den setzen wir hier auf den Panther. Helden. Zack. Ja, was soll ich machen? Hier sind keine Kernarmeefelder mehr, wo ich sie aufstellen kann. Das nützt ja nichts. Also von daher, ja. Fangen wir mal an. So, die Bomber können hier üben. Gleich mal gucken, ob die auch wirklich jetzt XP bekommen. Welcher ist das jetzt? Das ist links unten. Yes, okay, die kriegen ja Erfahrung, das ist sehr gut. Nachschublager, so die Azuls gehen dahin. Die sind abgegradet. So, hier, Minenfeld. Wobei die Frage ist jetzt, für welche Einheit machen wir das Minenfeld weg? Na, eigentlich nur für die Pioniere selber. Und hier unten. Nein, das war, glaube ich, blöd. Wir nehmen mal. Genau, machen das mal so. Zack. Dann kann nämlich der hier schon mal das erste Mal kämpfen. Der Panzer geht mal hier hin. Ja, da auch so viele Erfahrungspunkte? Guck mal hier drauf. Na, nicht wirklich. So, die Bomber knallen wir hier noch drauf. So, und hier oben die Jäger.
Sehr schön. Haben alle ihre Aufgabe erfüllt? Dann geht's in die nächste Runde. So, zack, zack. Moment mal, das war. Können die erstmal weg? Dann können die dahin und die. So, perfekt. Dann kann der Panzer nämlich dahin. Und die gehen mal dahin. Der Panzer kann dahin. Feuer frei, Feuer frei. Frage, worauf die Bomber eigentlich mehr Punkte kriegen. So, das ist gut. Flugzeuge. Zack. So. Und die Azuls, die gehen mal. Die gehen mal dahin. So, Rundenwechsel. Minenfeld. Und die kämpfen dann hier. Und sich ein paar Sterne. Die kämpfen. Auch noch Minenfeld. Ja, okay, das passt. So, dann die Bomber. So. Zack. Ach so, die geben Zielhilfe. Okay, und dann die Jäger noch. So. Na, das läuft ja. Können wir uns ja schon noch mal Erfahrung holen, wobei die Use. Ah ja, wobei, da geht noch was. Ich hätte gedacht, die sind schon fast voll. Aber das hilft auf jeden Fall. So, die können. Die machen jetzt eigentlich. Ja, fast. Wobei, wartet mal, wir können das, wir müssen nicht alle Minenfelder wegräumen. Wir können uns das auch sparen, indem wir nämlich jetzt das so machen. Und dann wechseln wir hier einfach jedes Mal durch. So, das funktioniert auch. Damit sparen wir uns nämlich einmal Minenfelder wegräumen. Eigentlich hätte man das auch schon vorher machen können, aber okay. So, Sterne erhalten, Sterne erhalten, Sterne erhalten. Sehr schön. Und dann können wir die nächste Runde schon wieder gehen. Okay, one last order of business. And they are right on time. Mein General, this is Colonel Ishide of the Japanese Tanks Corps. He has been sent to us by the Japanese Ambassador to Berlin, General Hiroshi Oshima, and he is here to examine firsthand several of our Tiger tanks that Japan is preparing to purchase. Ohatsuni, Ome, bla bla. Ja, okay, gut. Wer weiß, was er uns da gerade erzählen will. The Colonel greets you and says he is eager to inspect your heavy tank. Wir haben gar keine Tiger auch gerade auf dem Schlachtfeld.
As I understand it, after this inspection, you will be disassembling the vehicle for submarine transport back to Japan. Ei. Oh, ich meine, hatte man ei. Ei, bla. I do not think that was a yes. A yes sounds more like a hi. Okay, nochmal Labarababa. Even with our special E-400 submarine, transporting such a large vehicle will be difficult, though my colonel has another offer. Instead of taking all of our Tigers, we will only disassemble and take one, along with a set of technical documents. For the remaining Tiger tanks the Imperial Japanese Army has purchased, we are willing to release them back to Germany for our own use, but with the following stipulation, was? The Imperial Japanese Army is permitted to attach an officer to your Panzer Corps to observe and experience the vehicle in a true combat environment, and when the war permits, delivery of all surviving tanks to Japan to be completed by German-operated cargo transport. Okay, verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber sollen sie mal machen. Was wir jetzt damit zu tun haben. Also irgendwie kriegen sie jetzt nur einen und den so. Und ansonsten wird er uns jetzt beobachten oder quasi über die Schultern schauen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Und wir kriegen die Fahrzeuge, wenn sie irgendwie übrig bleiben, dann gehen sie nach Japan oder wie? Na gut. So, dann hier oben noch. Jäger. Ja, ich hoffe, dass die bald die deutsche Übersetzung nachliefern. Das wäre schon sehr, sehr schön. So, hier muss noch was gemacht werden. It's an interesting offer to Japanese have for us, mein General. We certainly need every combat vehicle on the front lines now for more than ever, but accommodating a Japanese officer with limited German understanding will require extra effort, and it creates a debt we will have to repay in the future. You have 7 commendation points. Would you like to exchange 2 commendation points for a special Japanese officer hero? Ja, komm. Rikugun Taii Aikayama, Panzerklasse, weniger Einheitenfelder. Die Anzahl der benötigten Einheitenfelder ist um 15 verringert. Das ist natürlich geil, weil gerade die Tiger 1 und die Tiger P echt viele Einheitenfelder kosten. Straßenkämpfer, die Einheit erhält einen Kampfbonus auf der Geländeart Stadt. Okay, das ist natürlich jetzt für einen Panzer nicht so super geil, weil die ja im Nahkampf eh meistens scheiße sind. Wachsam. Verhindert, dass der Feind mit seinem Angriff auf den Wert Verteidigung Nahkampf. Ach, geil. Das ist natürlich ziemlich cool. Das heißt nämlich, mit dem Bonus Straßenkämpfer und Wachsam, also Wachsam verhindert, dass der Feind auf den Wert von Nahkampf zugreift, kannst du den Panzer in die Stadt stellen und das ist natürlich, das ist doppelt cool. Okay. Damit können wir quasi mit einem Panzer die Stadt verteidigen. Das ist super geil. Das meinten sie also jetzt mit einem Offizier, den wir da kriegen. Also die Bomber haben jetzt hier nicht wirklich überzeugt. Die haben immer noch nur 2 Sterne. Die Use schon eher. Die Panzer sehen auch ganz gut aus. Bei den Jägern bin ich mir auch nicht so sicher, wie super das jetzt hier war. Der ist jetzt fast schon voll. Ha. Ach, hier können wir nochmal.
Wobei die ist jetzt schon voll, die Juli braucht nicht nochmal angreifen. So, dann schicken wir die hier nochmal drauf. Wow, die kriegen ja gar keine Erfahrung. Jetzt nochmal alles rückgängig machen ist Quatsch, aber jetzt probieren wir es mal hier. Ah, okay, wir hätten die auf die weichen Ziele setzen sollen. Okay. Ja, okay. Das war jetzt der Fehler, aber gut, das muss man damit leben. Die hat die ganze Zeit auf die falschen Ziele angewendet. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt, muss ich schon sagen. Aber bei den Panzern hat das ganz gut funktioniert. So, und jetzt hier oben die Jäger noch. So, sehr schön. Dann haben wir auch ein paar Jäger, die durchaus auch noch als Ersatz herhalten können. Und damit haben wir Kummersdorf abgeschlossen, auch wenn das jetzt hier nicht ganz so super funktioniert hat. So, Kummersdorf 43. Reports for your attention, mein General. Although our training is complete, we are currently without orders. It seems the new offensive keeps getting postponed for one reason or another, and the situation on the Eastern Front does not demand our immediate or emergency deployment. But make no mistake, this is merely the calm before a terrible storm, and we must be prepared at a moment's notice, for Oberst Wagner is interrupted by a mail carrier delivering him a personal parcel and a letter. A letter from my wife, and it smells of perfume. Wow. If you would allow me to indulge myself, I promise to also let you read what she has written to me. My dearest Stefan, ach, da ist sie doch, in Dresden ist sie wieder hier. Guck mal, die Frauenkirche, da steht sie noch. My dearest Stefan, I found myself a few moments of peace and wanted to write this letter to you with that fleeting opportunity. As I feared the silence from the state media on Stalingrad was an ominous sign, but what we were finally told this month still came as a shock. I do not recall any public admission of failure on the war effort before this, and the mood in the streets has fallen. Anywhere there is a crowd, it seems at least one person speaks of their lost brother, son or father. I thank heaven for your letters because they calm my heart, knowing you are still okay out there. I continue to pray for your safety each night because the terrible feelings I went through when I thought I lost you before. To go through that again would be the end of me. I do not even want to dwell on those thoughts, so forgive me for writing to you about other things. There was a special event in Berlin and I assume I was invited as the wife of a serving officer. The huge Sportpalast arena was packed with an enormous crowd for the event. I have never seen anything quite like it. As soon as I entered to take my seat, I could not miss the gigantic banner above the speaker's podium. It was emblazoned with the words Total War, Shortest War. Ja, das ist die Rede von Goebbels. Er wollte den totalen Krieg. This theme colored the entire speech almost from the start to the finish and the message could not be more clear. I think I spent as much time listening to the speaker as I was amazed of the huge crowd and its reaction. While the crowd was definitely enthusiastic when prompted, I thought I felt some hint of hesitation from at least a few of the people around me. The speech certainly explained the recent closure of many luxury stores and
leisure establishments by the immediate effect on our lives hasn't changed all that radically overnight. But perhaps that is unique to me, as most of each of my days is taken up with caring for our daughter, Johanna. She is becoming quite a fussy baby, and it's exhausting to care for her all on my own. Your mother helps when she can, and for that I again thank your family. But she has already done so much for us, I cannot possibly ask them for even more. And I have a feeling she can only help so much, even though little Johanna has only seen you briefly. I think she instinctively misses her father, and it's making her cry every day. I hope that you will rotate off the front soon. And while I can only guess that Johanna misses you, I know exactly how much I miss you. Come home to me safe and sound. Your Capitana Anna Sophia. Oberst Wagner fidgets with his eye patch as silence hangs over the room. Ja, 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 ja. Perhaps with no immediate deployment plans, I should take this opportunity to return home. If you will excuse me, sir, I would like a moment alone with my thoughts, and then we can finish going through any remaining paperwork. After our most urgent work is done, sir, I do believe I will request a leave of absence. Ja, er will also nach Hause. Okay, Kummersdorf haben wir abgeschlossen. Einfach mal ein Video hier, eine Mission. Und in der nächsten Mission geht es dann Richtung Kursk. Oder mal schauen, ich weiß es nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt sind das GameOn, Finn, Kohle, Gorwin, Cortano und Carbine. Und wir sehen uns dann, achso, halt Yukon, habe ich noch vergessen, Entschuldigung. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.